Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Tokyo Mirage Sessions. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir mit der guten Mamori gelernt, was es heißt, eine richtige kleine Schwester zu sein. Die gute Mamori hat hier nämlich hier einen Auftritt gehabt mit, wo sie die kleine Schwester spielen wollte in ihrer großartigen Show Mike Raven vs. Mamorin. Ich denke mir immer, Leute, wer würde sich sowas anschauen? Kochsendung, okay, kann man sich ja anschauen, das ist immer wieder ganz okay. Aber Mike Raven, also man schaut an, wie sie etwas in die Mikrowelle tut. Das muss sie schon mit einer ganz großartigen Ausstrahlungskraft machen, damit das wirklich spannend ist. Aber nun gut. Wenn die Mamori das macht, dann ist es super gut. Jetzt haben wir gleich die nächste Nebenaufgabe mit dir. Wir schauen mal kurz, was hier unsere Kontakte zu sagen haben. Die gute Tsubasa sagt: Thanks for everything up to now, Itsuki. I can't imagine myself getting where I'm now if you hadn't been there. I hope you'll keep being there for me. Sorry, that makes me kinda dependent. I hope you rely on me too. Ich verlasse mich immer nicht auf dich, Tsubasa-chan. Kira: Sometimes I wonder why was it that I was spared during the Master Benson 5 years ago. Everyone's disappeared during the incident, besides Aya. They're still missing to this day, you know? But if I can't stop now, stop Garnet, maybe that's why my life was spared. I swear, I stop him, even if it cost my life. Das muss dich nicht dein Leben kosten, wir werden das schaffen. Kira, ohne dass du hier aufgibst. So, ein neues Satsui mit Mamori. Itsuki, could you come by Daitama for a bit? Something happened. Okay. Nehmen wir das direkt an und machen wir die nächste Nebenquest mit der guten Mamori-Zahne. Golden Child / Monster. Oh, 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 oh. いえば、守りんって料理番組なのに、まともに料理ってしないような。レンチナイドルは子供に刃物を触らせるのは危ない。火を使わせるのは危ない。という親御さんからのクレームに対して、考慮に考慮を重ねた結果生まれた新時代の悟り系お料理番組だったんです。ここでまさかの新事実が。 ですが、プロデューサーさんが今度は料理番組なんだから料理をしようって無茶なことを言い出しちゃいまして、瞑想ここに極まれりです。確かに。ところで守り、料理はできるの？全然です。 練習すればいいんだよ。守りにはこれまでの積み重ねがある。練習すればきっとうまくいくさ。はい。いけません。守りのミラージとして承服しかねます。動画さん。守り、お話があります。一度ブルームパレスに来てください。 いつきどろもよろしいですか。わかった。まさか動画まで料理は危ないなんて言うんじゃないだろうな。その通りです。 包丁で手を切ったり、火で火傷したり、故障でくしゃみをしたり、厨房には危険がたくさんです。動画さん、私は聞いてください、守り。私はやるなら安全対策を万全にと言いたいのです。は？中途半端に包丁なんかを振るって、 守りが怪我でもしたら大事です。私には守りを守る義務があります。はあ。そこで完全なる安全性を確保するためにはどうすればいいか、チキ殿に相談してみました。
ガイアのペティナイフだよ。なんだそれ。究極の切れ味を誇る包丁。それって逆に危ないんじゃ。いいえ、中途半端な切れ味の包丁を使う方がよっぽど危ない。せめて万全なナイフが用意できれば私も許可しましょう。じゃあそのペティナイフを用意できれば料理してもいいんですか。本当は火傷対策やくしゃみ対策もしてほしいところですが、そこは我慢します。守りが新しいことに挑戦するのは私としても応援したいところですからね。チキ、そのガイアのペティナイフとやらはどうすれば用意できるんだ。あのね、幻想大塔テレビで撮れる鉱石を持ってきてくれれば錬成できるよ。わかった、行こう。守り手伝ってくれるんですか。協力するって約束したからね。はい、ありがとうございます。Okay, schwingen wir uns zum Daito TV. Okay, wieder unwichtige Nachrichten. Let me run there, yeah, what you need. Don't forget, Big Brother. The material needed for making Gaia's paring knife is for the illusion of obsidian. Be careful on that way. Oh, Leute, das wird eine Sammelquest. Ich hasse Sammelquests. Okay, also, ziemlich lustig, Mann. Da kommt der Draug, während wir uns jedes Mal in noch gefährlichere Situationen stürzen. Hey, gegen Garne, Schattendrachen und alles Mögliche. Aber in der Küche ist Gefahr. Und was ist, wenn sie das nächste Mal über die Straße geht? Na, ich meine, eigentlich hat er schon recht, Mann. Jetzt haben wir dann wahrscheinlich so ein ultimatives Messer, mit dem wir dann kämpfen müssen. Es war so klar, Mann, dass natürlich ein Mirage sagt, hey, anstatt dass wir einfach trainieren und üben. Nein, wir müssen in die Mirage-Welt und dort viele gefährliche Gegner besiegen, die viel gefährlicher sind, um hart zu werden. Chiki-chan ga itte ita ishi tte koko de toreren desu yo ne? Hai. Watashi ganbarimasu. Ikimashou. Vielleicht nur ungefähr ein Tipp, wo der sich befindet? Natürlich nicht. Ja, super, okay. Tiki, so. The Illusion of Obsidian is a rare, so why don't you look somewhere you haven't gone before? Okay, eins ist schon mal, steht schon mal fest. Wir müssen da. Poppen uns mal dahin. Sicher im zweiten Elf des Dungeons, das ist ganz sicher. Okay, dann suchen wir mal das Item, Leute. Damit werden wir wahrscheinlich bis zum Ende des Partys verbringen, dieses blöde Item zu suchen. Die Gegner aber werden wir skippen, weil ich habe jetzt keine Lust hier auf Gegner gegrindet. So, kurz mal die Map anschauen. Warte mal, wo bin ich denn? Die Map ist furchtbar in diesem Spiel, habe ich glaube ich schon öfters gesagt. Okay. Hier haben wir noch nicht alles aufgedeckt. Gehen wir mal dahin, in der Hoffnung, dass sonst was Cooles erwartet, oder gehe ich jetzt einfach nur zurück? Ich gehe einfach nur zurück, oder? Was ist hier? Ah, hier waren wir noch nicht. Okay. Schon mal. Was ist denn da? Ah! Nein! Nein! Ein Savage! Drei Gegner und wer erwischt uns? Der Dreck Savage, Mann. Okay, schau mal Level an. 56. Boah. Wollen wir das echt angehen? Oder wollen wir es zurückziehen? Jetzt könnt ihr immer hier eure Duel-Arts raushauen, wenn ihr Lust hättet. Ich habe doch gerade ein neues Duel-Arts gelernt, Mann. Okay, Mann, das ist eine Prüfung, Mann. Wenn uns schon kein normaler Kampf in diesem Spieler, dem Level erwartet, dann kommt hier immer das da. Alter Falter, das wird sehr schwer werden, Mann. Okay, dem haben schon mal die Hälfte des Lebens aufgezogen. Das ist schon mal gut. So, Zeodine. Was habe ich noch? Heatwave. Gehen wir mit Zeodine. Fangen wir an, komm. Komm, leg mal los, Mann. Hey, komm, haut bitte Duartes raus, Mann. Alter, ich hab so Angst, Mann. Die werden mich so fertig, Mann. Level 56, Mann. Die werden immer stärker, Mann. Ich habe ja so schon Probleme, diese Drecksdinger zu besiegen, Mann. Okay.
Der hat die Hälfte des Lebens verloren. Das heißt, jetzt kann ich entweder hoffen, dass ich den besiege oder den da. Ja, der Ritter nervt mich mehr. Aber den werden wir nicht besiegen mit einer Session. Da habe ich die Hoffnung, dass wir den besiegen. Oder auch nicht. Ich spekuliere. Komm. Bam. Coole Attacke, Ich habe da jetzt erst statt Fallings, da habe ich erstmal Failings da gelesen. Wäre auch kein schlechter. Jetzt habe ich nicht geschaut, Mann. War halt einfach so überfordert. Aber ich glaube, auf der anderen Seite waren Kira und Tsubasa. Weil wenn da Ellie und Tsubasa gewesen ist, ist das natürlich eine doofe Aktion gewesen. Ja, genau. Greif natürlich den ein. Okay, mach mit. Okay, das ist sehr gut. Das ist nicht gut. Das ist sehr schlecht. Aber Leben sieht noch passabel aus. Okay, gut. Sehr schön, alles überstanden. Und jetzt müssen wir ganz dringend den fertig machen. Aber das sollte man locker hinbekommen. Komm, Ellie. Leg los, Mann. Eigentlich will ich Arrow of Destiny haben, Mann. Hat jetzt eigentlich gar nicht mal so viel Schaden gemacht, wie ich es mir gewünscht hatte. Da hätte sich das Heilen fast mehr gelohnt. Aber egal, Mann. Der Move sieht cool aus und den haben wir noch nicht so oft gesehen. Wäre aber sehr schön, wenn da noch an Musik kommt. Dieses... Ach, die Leute, das Lied, was der Yashiro singt, Mann, das ist so cool, Mann. So. Sparen wir uns? Nein, komm, wir müssen den besiegen. Das sollten wir auch schaffen, den einen zu besiegen, Mann. Das wird mir schon vollkommen reichen. Leute, dann haben wir den Boss für diesen Part definitiv besiegt. So. Bam! Yashiro Slash Man. Okay. Und übrigens, wir haben direkt da das Orb daneben gesehen. Fällt euch das mal auf? Das ist mir auch erst gerade aufgefallen. So, und jetzt will ich mal schauen. Wollen wir hier? Kostet einen Punkt. Ach, das heilt. Das ist ja doof, Mann. Oder nee, warte, Mikrofing hat. Full resource the party allow to act again. Ja. Ja, ich meine, das sind coole Fähigkeiten, aber ich meine, die lohnen sich jetzt hier nicht für den Kampf, Mann. Ich würde jetzt einfach gerne mal eine neue Fähigkeit sehen. Sie hatte keinen einzigen. Mein Lieblingsattacke, Mann. Sie hat halt leider keinen einzigen Improvisationsattacke, was ich noch ein bisschen schade fand. Und ich hoffe, sie lernt jetzt eine. Aber jetzt wird es erstmal awesome. Jetzt kommt. Also als Attacke ist es meine Lieblingsattacke und das Lied, mein Drittlieblingslied im ganzen Spiel. Fangen wir an. Aber glaub bloß nicht, dass so was irgendwann mal während eines Bossfights auftaucht. Glaub bloß nicht, dass so etwas während eines Bossfights jemals auftaucht. Das wäre viel zu easy, Mann. So. Bam, beenden wir's. Das wäre so geil, Mann. Dreimal so eine Session während eines Bossfights, Mann. Das wäre schon nicht schlecht. Aber nun gut. Während eines Savages ist auch nicht schlecht. Gibt's gleich nochmal 2000 Erfahrungspunkte. Und wir haben gleich das Item geschafft, gefunden. Und damit haben wir, ich denke, den Part erfolgreich abgeschlossen. Gefühlt. Ich dachte, bis zum Ende des Partys werden wir jetzt hier das Item suchen. Also sind wir richtig gut, Mann. Und es gibt hier 2064 Erfahrungspunkte. Eleanor Level 64, 53 und Kira Level 49 erst. Thunderstrike, machen wir plus 1, das ist nicht so schlecht. Was haben wir noch? Haben wir noch mehr Skills? Natürlich. Charge, machen wir auch. So, ey, und Charge müssen wir auch noch upgraden und dann mit Focus Blade, wenn es irgendwann mal Stufe 10 ist, das wäre so geil, Mann. So, jetzt haben wir endlich Land/X, Mann, das ist auch sehr cool.
dann es heißt ja auch jetzt eine richtig starke Schwertattacke dann immer raus. Und wenn mich jetzt nicht nochmal 30 Savages von der Seite anhüpfen, dann würde ich jetzt gerne hier die Kiste einmal öffnen. Blub. Skillbook. Hey, ich bin aktuell hat mir die Karte echt geholfen. Ich bin einfach dahin gegangen, wo wir bis jetzt noch nichts erkundet haben. Und das war scheinbar der richtige Weg. Nehmen wir das mal mit.守り。大丈夫ですか?守り。もしやだったら。私やりたいんです。それで番組が良くなるなら。そうですか。動画は心配性だね。無論です。守りは私のマスター。 命に変えても守らねばならない存在。普段はあの人の影に隠れがちでしたが、私とてマモリへの愛情で引けを取るつもりはありませんよ。動画さん。さあ、戻りましょう。チキ殿も待っています。 Und da machen wir dieses vollsichere Messer, was wahrscheinlich so eine riesige Axt sein wird. Es wäre so lustig, Mann. Und damit soll sie dann schneiden. Dann steht sie in der Küche und sagt, oh, ich kann immer noch nicht kochen. Aber hey, Leute, ich will eigentlich keinen Scherz darüber machen. Wir alle uns haben uns schon mal in der Küche verletzt. Ich habe mich mal am Finger geschnitten, als ich gekocht habe, mit so einem richtig scharfen Messer. Und dann auf den Daumen, so mit voller Wucht, Mann. Da war richtig Dinge, so genau in die Mitte des Daumens. Und bis heute habe ich hier meine Narbe. Hier, immer noch. Das ist... Seit damals und bis heute sieht man immer noch hier den Abdruck, Mann. Das war jetzt schon locker, boah, so 5 Jahre her oder so. Mit voller Wucht da mit dem Messer so rein, ach, das war richtig schlimm. Daumen einfach in der Mitte da zerschnitten, Mann. Ja, wisst schon, wenn mich jemand fragt, sag ich, ja, das war, als ich gerade ein Kind gesehen habe, was von einem Bus angefahren wurde und da habe ich es gerade so gerettet. Genau so war das, Leute. Genau so und nicht anders. Der Beifahrerspiegel hat mich getroffen. Wisst ihr, wie das ist. So, what should I ask? Knife creation, yo. ガイアのペティナイフ、取り扱いにご注意だよ。今の動きは？おお、それは気にしないで。これも綺麗。ありがとうね、チキちゃん。へへへ、お安いご用だよ。 守り、どうだ？はい、なんだか料理ができそうな気がしてきました。守り、ちょっと来てちょうだい。プロデューサーさんが。プロデューサーは一体どうしたんだろう。とにかく行ってみよう。 ごめんね、リーマモちゃん。料理の件一旦待ちにしてもらっていいかな？は？いや、ちょっと怒られちゃってね。保護者からクレームがついたらどうすんだって。それじゃあお料理は？なかったことに。 でも、テコ入れの件自体がなくなったわけじゃないから安心してほしいな。守り？そうそう、今度はさ、レンチンパンダなんてどうかな。<笑>
ちょっと守り大丈夫？ほらほら、リーマモちゃんがパンダの着ぐるみ着て踊っちゃったりなんかしちゃったりして。どうするんですか？ほら流行ってるじゃん、ご当地的な。乗っかっちゃおうよリーマモちゃん、限定ストラップも作ってさ。ブレてどうするんですか？え、どうしたの？この番組はレンチンでアイドルでマモリンです。いい加減にしてください。リーマモちゃん、キレてる？キレッキレです。大体何なんですか、あなたはいつもいつも無理難題を押し付けるだけ押し付けて。すごい迫力ね。これまでの積み重ねがありますから。ふん。ふん。だけどそうは言ってもパンダがダメなら他に何をやれば。だったら歌わせてください。私歌うのが得意です。歌？視聴者さんが覚えやすいようなキャッチーな歌を歌えばきっともっといい番組になると思うんです。なるほど。私だってこの番組を少しでもいいものにしたいんです。だからお願いします。採用。本当ですか？いいよいいよいいよいいよ、それいいよ。そうだよ、君レンチンアイドルだもんね。やったー。それじゃ早速構成会議に持って行ってみるよ。じゃあねーリーマモちゃん、また後でね。これでよかったのかしら？はい、もちろん。やったな、守り。いつきさん、私また一歩進めた気がします。Unsere Lektion für diesen Part: Legt euch nicht mit Mamori an. Die kann ja einem doch ganz schön Angst machen, Mann. Ich dachte jetzt sofort, beschwört sie ihren Traug und dann holt sie die Axt und sagt, so mache ich mein Essen. Das wäre auch was gewesen. Okay, Leute. Dann machen wir hier ganz schnell noch hier den... Ja, komm. Sorry. Ja, wir sind gemein. Tut mir leid, hier Tiki. Aber ich würde gerne kurz einen Radiance-Game machen und schauen, was da rauskommt. Das finde ich nämlich ziemlich lustig, Mann. So. Und... mit etwas Glück haben wir wieder eine schöne Anime-Cutscene. Das ist natürlich dann immer das Wichtigste. So, damit die Zukunft haben wir schon wieder 20 neue Skills hier freigeschaltet, die ich mir alle nicht aktivieren kann. Deswegen ist mir das auch wurscht und wir machen hier den Skill mit der guten Mamori. Dwarf Dreams, there's so much I still want to do. A new Raiden Skill that reveals new possibilities to Mamori Minamoto. きましたよ。あなたがあそこまで自己主張をはっきりと。守り、ずいぶん強くなりましたね。そんなことないです、道賀さん。私はただ自分の思っていることを正直に言えるようになっただけで。大きな成長です。それができる人間は思っているほど多くはありません。でも
そうだとしたら、動画さんやみんなが鍛えてくれたからだと思います。特にあの人の存在が大きかったのではないですか？別に五木さんが特別か。でも、そうかもしれません。五木さんの言葉は魔法みたいに私の心を励ましてくれるんです。素晴らしい人に出会えましたね。はい。それに守り、少し背が伸びましたか？本当ですか？はい。喜ばしい限りです。ですが、嬉しく思う反面、寂しくもあります。こうして大人になっていくのですね。マモリンの歌ってレンチンもすっかり定番コーナーになったわね。視聴率もうなぎ登りで、マモリのファンも一気に増えたわ。やっぱりマモリの歌は最高です。そうね、いつ聞いても惚れ惚れしちゃうわ。ありがとうございます。この衣装で歌謡曲ってなんか不思議な取り合わせよね。それがいいのです。マイクは何にも分かってないです。日本には古来よりギャップをめでる文化があるのです。ああ、はいはい。でもまさかマモリンのあの回がきっかけでこんなことになるなんてね。子供向け料理番組の人気アイドル、哀愁たっぷりの歌謡曲でまさかの国民的歌謡番組に出演決定。ついに夢が叶いました。五木さんが支えてくれたから。元から実力はお墨付きだったから、守りが勇気を出した結果だよ。はい、これから歌合戦に向けてもっともっと頑張りますね。ところで守り、あのナイフはどうしたんだ？あ、ガイアのペティナイフですね。せっかくなんで、私あれからお料理のお勉強もしてるんです。もしかしてまたテコ入れ？いいえ、女の子が料理を覚えようっていうのは何もお仕事のためだけじゃないですよ。実は
お料理を食べてもらいたい人がいるんです。誰だろう、マリーさんかな。ああ、いつきさんって本当に天然さんなんですね。どういうこと？内緒です。Wir wissen natürlich alle, dass ihr ihn zu gemeint, aber ich wollte die Reaktion sagen. Es sagen so viele zu ihm, dass er ein bisschen benebelt ist. Aber okay, Leute. Level 54, Level 53, Level 50. Und wir haben die... Und jetzt komm. Warte, besser. Special Performance. Aber sie kann keinen einzigen Adlib, also keine Improvisationsattacke. War eine lustige Aufgabe. Ich fand nur schade, wir haben Raindrop Memories jetzt zum zweiten Mal gehört. Ich hätte schön gefunden, hätte sie noch einen neuen Move hier gelernt, aber jetzt kann sie... Also hätten wir noch einen neuen Song von ihr gehört, weil ich mag doch die unterschiedlichen Lieder hier. Nichtsdestotrotz, wir haben die Quest erfolgreich abgeschlossen. Wir haben gesehen, dass wir vor Mamori doch Angst haben müssen. Und nicht nur, wenn sie ja die fette Axt und den Draug hinter sich hat. Auch so ist sie manchmal ziemlich gruselig. Okay, Leute, mit unserer schönen Party geht's beim nächsten Mal weiter. Wir werden uns dann um die Nebenevents vom guten Yashiro kümmern. Und dann werden wir vielleicht sogar mal wieder gegen Garnef kämpfen müssen. Und weiter mit der Hauptstory machen müssen. Doch, darum kümmern wir uns erst beim nächsten Mal. Bis dann, ich verabschiede mich, euer MC Mafix. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.